Ihr braucht zwei Bänder, 12 cm lang und 2 mm im Durchmesser, zwei größere Schmucksteine oder Perlen, vier Einklipphülsen, 2 mm Innendurchmesser, zwei Kettelstifte, zwei Kettenstücke, 4 cm lang, 2 mm breit, zwei Ohrhaken, Strasssteine oder Sekundenkleber, eine Flachzange, eine Rundzange und einen Seitenschneider. Zuerst die Enden der Bänder in die Hülsen kleben. Achtet unbedingt auf die Ausrichtung der Ösen. Wenn das Band so liegt, müssen die Ösen der Hülse seitlich sein. Das Ganze 2 Stunden trocknen lassen. Die Perle auf den Kettelstift ziehen, diesen ca. 1 cm nach der Perle abschneiden und im rechten Winkel zur Seite wegbiegen. Und unbedingt die Öse in die gleiche Richtung arbeiten wie die der anderen Seite. Die Ösen des Perlenelements seitlich öffnen und nacheinander eine Seite des Bandes und darauf die Kette fädeln. Ösen schließen. Zum Schluss nur noch die Ohrhaken in die Mitte der Kette geben. Ohrhakenöse seitlich aufbiegen, Kette einhängen und die Öse schließen. Greift nun die Ohrhakenöse mit der Flachzange und biegt mit den Fingern den oberen Teil des Ohrhakens 45 Grad zur Seite weg. Fertig! Ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Nachbasteln und danke euch fürs Zuschauen und Abonnieren meines Kanals. Kuss und Gruß, eure Ann-Christine.